Hallo, hallo Freunde chinesischer, Quatsch, amerikanischer Smartphones. Es geht ja heute um Apple. Apple hat 3 neue Geräte vorgestellt. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Es geht hier um das iPhone 10. Es gibt das iPhone 10S, 10S Max und das 10R. Wofür das R steht, habe ich bis dato nicht rausbekommen. Vielleicht weiß es einer von euch. Vielleicht robust. Ja und gut, es gibt noch eine neue Apple Watch, aber gut, die lassen wir mal komplett außen vor, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Aber erstmal noch auf die deutsche Seite wechseln. Große Neuigkeiten. Jetzt haben wir es auf Deutsch. Wunderbar. iPhone XR. Also, Einsteiger, man könnte auch sagen, Holzklasse. Besonders günstig. Damit sollen jetzt auch diejenigen gelockt werden, die auf der einen Seite auf das iPhone 10 Design stehen. Darauf, wie man so schön sagt in der Jugendsprache, abfahren. Aber eben nicht 1000 Euro plus dafür ausgeben möchten. So, das muss auch zugeben, es ist ja auch attraktives Design. Sicherlich iPhone, also steht damit mit dem Display zu Budget-Verhältnis längst nicht mehr alleine da. Wer aber auch das haben will, nicht mehr den dicken Rahmen, kann jetzt hier zu den Preisen kommen wir gleich. Brillant innen und außen. Ganz neues Liquid Retina Display, das fortschrittlichste LCD-Display der Branche. Das ist nur ein Anspruch, den man selten liest. Das fortschrittlichste LCD-Display der Branche, da es nur weltweit eine LCD-Display-Branche gibt, hätten sie auch schreiben können. Das fortschrittlichste LCD-Display der Welt ist, wie gesagt, ganz schön hochgestapelt. Da muss man schon was bieten, wenn man solche Texte formuliert. Darf ich nicht vergessen, dass da ganze Marketingabteilungen von hochintellektuellen, frisch von der besten Uni Amerikas rekrutierten Personals, die das hier, diese Texte formuliert haben, einfach in jeder Hinsicht beeindruckt. Und da gehen wir doch mal ein bisschen das Ganze hier durch. Ja, das Display wird ja stark beworben. Es ist ein LCD-Display in der Holzklasse, bei den XS oder 10S und 10S Max dann jeweils LED. Was hier im Allgemeinen als das bessere Display angesehen wird. Ich persönlich bevorzuge, ehrlich gesagt, LCD-Displays. Klingt komisch, ist aber so. Hier nochmal betont, es ist das fortschrittlichste LCD-Display der Branche. Innovatives Design, Hintergrundbeleuchtung, reicht das Display bis in die Ecken. Reicht bis in die Display, nehmen wir das mal so hin. Lebensechte Farben, von einem Rand bis zum anderen. Aber das ist ja nun alles nur Marketing, bla bla. Was uns interessiert, sind technische Daten. So, da haben wir erstmal ein Gewicht von 194 Gramm, was nun alles andere als leicht ist. Also gerade für Damenhände dürfte das ein sehr spürbares Gewicht sein. Eigentlich war iPhone immer dafür bekannt, sehr leichte Geräte zu bauen. 194 Gramm ist nun nicht mehr leicht. Also von der Haptik her ist es schon recht schwer. Aber wir wollten uns nochmal das Display näher anschauen. Und das wäre hier ein Liquid Retina HD. HD? Warum steht hier, warum haben wir hier ein Wort, was mit fortschrittlich oder sogar das fortschrittlichste der Branche überhaupt nichts zu tun hat? Nämlich HD, diesen Begriff, den kennen wir doch schon aus. Also, das ist doch hier ein Nachkriegsdisplay. Was haben wir dann für eine Auflösung? 1792x828 und eine Pixeldichte von 326. Und damit könnten wir eigentlich den Satz mit dem das fortschrittlichste Display der Branche eigentlich umkehren. Vom Datenblatt her, also objektiv, zu dem Satz, der hier wesentlich passender wäre, das Display mit der niedrigsten branchenüblichen Auflösung. Das bedeutet, man wird kaum ein Gerät in dem Preisbereich finden, zumindest keine aktuelle Neuerscheinung. Es dürfte klar sein, wir vergleichen das nicht mit einem Feldtelefon aus den frühen 50ern. So dürften wir kaum ein Gerät finden für 1850 Euro, das sich noch erlaubt, ein Display, vor allem ein Display, was ja auch nicht gerade klein ist, 6,1 Zoll, mit einer so niedrigen Auflösung auf den Markt zu bringen. Das gönnt sich nur Apple. Gut, jetzt könnte man sagen, naja, ist ja die Holzklasse. Es soll ja ein Gerät sein, das vielleicht nicht so starke Specs mitbringt, wie die großen Brüder, dafür aber günstiger ist. Dazu kommen wir ja gleich noch. 1702, also die Displaydichte ist schon mal ein absoluter Witz. Und das andere Problem ist 1792 mal 828. Nun haben wir Auflösungsstufen. Das heißt, wir können diese Auflösung im YouTube-Video beispielsweise nicht einstellen. Ein YouTube-Video kann man entweder in Full HD einstellen, ich rede jetzt als Beispiel YouTube, und dann hätten wir 1920x1080. Da sehen wir aber, dass weder der eine noch der andere Wert erreicht wird. Also müssen wir eine nächst niedrigere Auflösungsstufe wählen. Das wäre 1280x720. Das berühmte 720p, in den inneren Zirkel auch
HD genannt. Dann haben wir halt die üblichen Balken, ihr kennt das ja. Da kann man halt noch reinzoomen oder nicht, kommt auf das Video drauf an, ob das Sinn macht. So, mag ja sein, dass das True Tone Display und 1400 und was weiß ich, aber das ändert nichts daran, dass das Display niedrig auflöst. Es ändert nichts daran, dass wir auf 6,1 Zoll lediglich Videos in HD-Auflösung wiedergeben können. Und das finde ich nicht innovativ, sondern es ist ein Rückschritt. In dem Preisbereich 850 Euro finden wir, wie gesagt, bei anderen Herstellern keine Geräte mit so einer niedrigen Auflösung. Beispiel Elephone Soldier ist demnächst verfügbar und das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Kommt in 2K-Screen 2560 mal 1440 daher, IP68. Wir haben bei den X... Nein, bloß nicht. Warum ist jetzt hier diese Werbung? Lediglich IP67 Standard hier bei den iPhone XR. Wir haben bei den Elephone Soldier, das ist hier nur ein Beispiel, ich könnte euch noch 1000 andere Angebote raussuchen, haben wir IP68 und wir haben hier einen 2K-Screen. Also, die gönnen sich hier Elephone nicht mal Full HD. Die gehen noch weiter, noch eine Auflösungsstufe höher. Mit 2560 bei 1440. So, und wer es noch besser haben will, für 170 Euro bekommt ihr beispielsweise das Meizu Pro 6 Plus. Hat im Übrigen kürzlich nochmal ein Update bekommen auf die nächsthöhere Android-Version. Kommt auch mit 5,7 Zoll 2K Super AMOLED Screen daher. Habe ich hier auch irgendwo rumkullern. Ich habe euch das Gerät schon ein paar Mal empfohlen. Astreine Verarbeitung, Metall Unibody. Sehr schlank, sehr leicht. Schön großes Display. Mit üppigen Speicherausbau 464 und das Display löst hier mit 2560 bei 1440 Pixel auf und es handelt sich um einen Super AMOLED Screen und das Gerät kostet 170 Euro. Versteht mich nicht falsch, ich weiß auch, dass das hier die Holzklasse ist, aber wer hier auch solche Werbetexte schreibt, wo Apple einfach mal behauptet, dass die eigenen Geräte die besten und innovativsten am Markt sind, dann aber hier zum Beispiel erstmal ein Gewicht von 194 Gramm abliefert und dann ein Display verbaut, was niedrig auflöst. So niedrig, dass man das, wenn man es vergleicht mit einem China-Phone, da bewegen wir uns ungefähr bei 100 bis 150 Euro. Wenn man aber bei einem China-Phone bei 150 Euro noch einen HD-Screen verbaut hat, ist man bereits enttäuscht. Meistens gibt es dann halt dann aber Boni, Wireless Charging und NFC, riesigen Akku, Glasrückseite, solche Einheiten, wie zum Beispiel bei den One Pro, wenn ich das jetzt da mal vergleichen darf. Auch ein Gerät mit Notch habe ich jetzt kürzlich erst vorgestellt. Zum Beispiel löst das Yumidigi One Pro ebenfalls noch mit HD auf, also mit HD Plus genauer gesagt. Gleicht das aber an anderen Stellen wieder aus. Der P23 ist verbaut, wir haben eine Multicolor-Glasrückseite. Hier nochmal kurz gezeigt, Wireless Charging, Fast Charging wird alles unterstützt. NFC, wie gesagt, auch alle möglichen LTE-Bänder werden unterstützt. Kostet halt 150 Euro und hier als Wermutstropfen, daher noch die HD-Plus-Auflösung. Die Chinesen kochen ja auch nur mit Wasser. Nun haben wir hier noch die IP67-Zertifizierung. Und auch dazu ist mir was aufgefallen. Hier ist eine kleine 3, das war eigentlich mal eine 2. Und da steht hier halt, ist vor Spritzer und Wasser und Staub geschützt. Das ist halt der IP67 Standard. Und ist das genau klassifiziert? Was das genau bedeutet? Finde ich schon mal interessant, dass unter kontrollierten Laborbedingungen getestet wurde. Wo ich mich frage, warum sie es dann nicht mal unter unkontrollierten, realen Bedingungen testen. Das wäre ja letztendlich wesentlich zielführender. Aber besonders interessant finde ich den letzten Satz. Nämlich, dass Apple zwar die IP67-Zertifizierung mit in die Werbung, mit in das Datenblatt reinnimmt, aber die IP67-Zertifizierung nicht garantiert. Das heißt, ihr kauft sie, ihr bezahlt sie, aber Apple garantiert nicht, dass das Gerät tatsächlich auch IP67 zertifiziert ist. Denn im Garantiefall, im Schadensfall, müsst ihr den eventuell entstandenen Schaden selbst tragen. Die Garantie deckt keine Schäden durch Flüssigkeiten ab. Bei einem Gerät, das IP67 zertifiziert ist. Mag sein, dass andere Hersteller sich das auch gönnen, aber andere Hersteller verlangen hier nicht für die Holzklasse einen Preis, was selbst teurer ist immer noch als das Flaggschiff von Xiaomi beispielsweise. Das beste Telefon von Xiaomi ist immer noch günstiger als hier die Einstiegsklasse von Apple. Damit wären wir jetzt bei den Preisen vom iPhone XR. Und da geht es ab 849. Das heißt, die Holzklasse in der geringsten Speicherausbaustufe fängt hier mit 849 Euro an. Und dafür bekommen wir dann lediglich ein HD-Display. Und wenn man da der Speicher nicht erweiterbar ist, das ist ja letztendlich bei Apple-Tradition, da der Speicher nicht erweiterbar ist, müsste man also hier eine höhere Speicherausbaustufe dazu bezahlen.
lässt sich Apple gut bezahlen. Und so werden auch ja über 1000 Euro fällig, wenn man 256 GB möchte. Ab 150 Euro bekommt man inzwischen auch einige Geräte mit 128 GB festverbauten Speicher. Der lässt sich dann aber in fast jedem Falle per MicroSD-Karte erweitern. Die Geräte sind nicht erweiterbar. Aber auch hier gleich eine Möglichkeit zur Finanzierung, prominent platziert. Finde ich irgendwie passend. Finde ich super. Weil die gleich davon ausgehen, nein, da werden viele sein, die können sich das schlichtweg nicht leisten. 1000 Euro, wenn wir gucken, was der aktuelle Hartz-IV-Satz ist, ist das dann schon echt ein Premiumpreis. Und deshalb auch gleich die Möglichkeit, dass auch die Menschen sich hier mit entsprechender Verschuldung auch das Gerät leisten können. Ansonsten ist es eben nicht drin. Apple produziert nicht für die untere Einkommensschicht. Ja, also, beziehungsweise das, was die, inwiefern sie jetzt den Leuten der unteren Einkommensschicht entgegengekommen sind, finde ich ehrlich gesagt persönlich ein bisschen lächerlich. Sagen, naja, komm, jetzt kriegt ihr das Design des iPhone X auch schon ab 850 Euro in der geringsten Speicherausbaustufe. So, was haben wir noch? Da haben wir noch zwei andere iPhone-Modelle, nämlich das 10S und das 10S Max unterscheiden sich jetzt nicht unbedingt stark voneinander. Denn das eine ist klein, das andere ist groß. Inzwischen kann man aber eigentlich eher sagen, wenn man sich die vorherigen Geräte anschaut, kann man sagen, das eine ist groß, das andere ist größer. Was ich interessant finde, denn es wird beworben und es steht sich eigentlich auch Super Retina in groß und noch größer. Die eigens gefertigten OLED-Displays des iPhone X liefern die beste Farbgenauigkeit. Finde ich auch interessant, weil das nirgendwo begründet wird, worauf das basiert. Vermutlich auf Studien, die von Apple in Auftrag gegeben wurden. Auch wieder die besten Farbgenauigkeit der Branche. Und HDR ein tiefes Schwarz. Als Beispiel, wenn ein Hersteller von Schnaps damit wirbt, dass in seinem Schnaps Alkohol drin ist, dann muss man ja schon davon ausgehen, dass er irgendwie ihm nichts Besseres einfällt. Und wer ein LED-Display verbaut und dann damit wirbt, dass es ein tiefes Schwarz hat, wofür das LED-Display seit Samsung, das ja auch flächendeckend eingeführt hat, vor einiger Zeit, während Apple immer auf LCD geschworen hat, finde ich schon interessant die Aussage, wenn man bedenkt, ja, die LEDs werden abgeschalten. Die stellen nicht die Farbe schwarz dar, die sind einfach aus. Das war schon früher so, das ist jetzt so und daher kommt das Schwarz. Nach Schwarz kommt nichts, ist aber auch egal, ich will nicht drauf hängen bleiben. Und ja, mit dem iPhone X Max kommt eben, beziehungsweise 10S Max, kommt bislang größte iPhone Display hier an den Start. Finde ich interessant, war es eigentlich immer Apple gewesen, die mitgeworben haben, dass diese großen Bretter, die von Samsung produziert werden, dass das nicht zukunftsorientiert ist, dass das keiner braucht, sondern dass kleine, handliche Telefone immer noch zukunftsweisend sind und nun vergleichen, finde ich auch interessant, dass sie die Geräte mit ihren eigenen Geräten vergleichen und nicht mit der Konkurrenz. Ja, Huawei hat das ja gerne gemacht mit den, ich weiß gar nicht genau, es war das Asset Mate 7, glaube ich, als es damals auf den Markt kam, hat sich Huawei so ein bisschen lustig gemacht, weil nämlich das Screen-to-Body-Verhältnis damals von den Huawei Asset Mate 7 bedeutend besser war als von der aktuellen iPhone-Serie. iPhone vergleicht, Apple vergleicht allerdings hier nur die Geräte immer mit eigenen Geräten und da ist es natürlich leicht, gut abzuschneiden, wenn man das eigene neue Produkt mit den eigenen Vorgängerprodukten vergleicht, wenn man bedenkt, dass wirklich jeder Hersteller irgendwo immer einen gewissen Fortschritt erzielt, ist man immer auf der Gewinnerseite. So, um das Ganze dann hier zusammenzufassen, ja, es gibt eine neue Farbe in Gold, das ist eine unglaubliche Innovation. Zumal ja ich durchaus feststellen durfte, dass Gold hier extrem unbeliebt ist als Farbe. Ich gehe mal davon aus, dass das eher für den chinesischen Markt hier ausgewählt wurde, die zusätzliche Farbe in Gold, weil nämlich in China die Farbe Gold sehr beliebt ist. Aus Gründen auch immer, die stehen da drauf. Weiterentwickeltes Face ID, langweilig. Hier steht auch bloß weiterentwickeltes, was sie darunter jetzt auch genau verstanden haben, inwiefern sich die Reaktionszeit verkürzt hat, haben sie aber nicht genau geschrieben. Der SoC ist jetzt noch besser, intelligenter, A12 Bionic, der intelligenteste und leistungsstärkste Smartphone-Chip. Also ich habe mir das mal zusammengefasst auf mein kleinen LCD-Tablet hier. Neue Farbe Gold hatten wir gerade, IP68-Zertifizierung hier bei den leistungsstärkeren Modellen, aber genau das gleiche, unten wieder eine kleine 2 oder eine 3. Es ist eine 2. IP68-Zertifizierung wird im Angebot angegeben, aber wird nicht seitens Apple garantiert. Dann ein größeres Display, das würde ich nicht unbedingt als Innovation bezeichnen, das machen andere auch. Das gibt es schon lange, eben beispielsweise bei Samsung, der neue SoC. 50% mehr Grafikleistung, 15% mehr Performance, bis zu allerdings alles und auch bis zu 50% weniger Energieverbrauch. Da muss man auch mal sehen, wie viel der SoC im Vergleich, also im Verhältnis zu den anderen Elementen, zu anderen Verbauten, zum Display beispielsweise verbraucht. Also man kann nicht sagen, dass deshalb die Akkukapazität um 50% steigt und die Kamera wurde nochmal etwas verbessert. Da wurde die Auflösung der zweiten Linse erhöht, wurde halt in Nuancen nochmal verbessert. Die Geräte sehen nicht schlecht aus, davon mal ganz abgesehen. Die sehen es nicht schlecht aus. Aber inzwischen ist es so, dass Apple da lediglich mithalten kann.
Schaut euch zum Beispiel eben das Video vom Yumidigi One Pro an. Ich will die Geräte jetzt nicht technisch vergleichen, aber optisch muss man sagen, dass Apple inzwischen da eben lediglich noch mithalten kann. Das Design ist weder innovativ, noch hebt es sich von den Designs anderer Smartphone-Hersteller wirklich grundlegend ab. Für den Fall, dass ein Epileptiker bzw. ein Apple-Fanboy sich hier auf meinem YouTube-Kanal verirrt hat, dieses Design, das die vordere Seite fast nur noch aus Display besteht, war keine Idee von Apple. Apple war eigentlich eher dafür bekannt, immer das schlechteste Verhältnis zwischen Display und Gehäuse anbieten zu können, vor allem im Preisbereich. Da war eigentlich, fällt mir zumindest kaum Hersteller ein, die da genauso schlecht waren. Und als Apple das mit den iPhone X das Design eingeführt hatte, jetzt in der eigenen Serie, wo die Vorderseite fast nur noch aus Display besteht, waren sie schon längst hinterher, denn Xiaomi hatte ein Jahr vorher das Tribeless-Design bereits im Xiaomi Mix. Tja, und da konnte Apple höchstens noch aufholen. So, also Innovation fehlt komplett bei den neuen iPhones. Dann eben das mit der IP-Zertifizierung wird nicht garantiert. Das iPhone XR hat das schlechteste Display der Branche. Wir hatten ja die Holzklasse mit einem Einstiegspreis von 849 Euro. Dann haben wir hier für das 5,8-Version iPhone X, XS. Einstiegspreis von 1149 und bei der größeren Variante 1249. Und nicht so ungut, da die Displaygrößen, die bekommt man alles bei anderen Herstellern. Es ist heute einfach mal kein Problem mehr. Bekommt man genau die gleichen Größen, auch wenn man das gleiche Displayverhältnis mit Notch, ohne Notch und die Auflösung, das waren ja hier noch was bei 458 ppi, um mich zu korrigieren. 2688 mal 1242 wurden jetzt die Pixel angehoben. Was habe ich mit meinem Meizu Pro 6 Plus beispielsweise? Auch LED hat man ja schon gesagt. Kommt mit 515 ppi daher. Also, es ist halt okay. Das Gerät kostet hier wie gesagt 170 Euro, aber es wird längst nicht der technologische Abstand hergestellt. Der technologische Unterschied, der hier auch nur ansatzweise den preislichen Unterschied rechtfertigen würde, denn wir kommen jetzt zu dem Spitzenpreis, der höchste Preis, den man aktuell für ein iPhone ausgeben kann, also die höchste Speicherausbaustufe und dann als Modell iPhone XS Max 1249 Euro Einstiegspreis. Wenn man aber den nicht erweiterbaren Speicher gerne ein bisschen üppiger haben möchte, wären 1649 Euro fällig. Und es gibt auch keine 128er als Zwischenoption. Die wären noch teurer. Und ich weiß auch nicht, wo das bei Apple enden wird. Das heißt aber irgendwo, dass Apple mit seinen absurden, völlig absurden Preispolitik Erfolg hat. Wenn die jetzt nochmal um über 300 Euro mit dem Spitzenmodell nach oben gehen und die Holzklasse immer noch bei 849 Euro anfängt. Das heißt, die Holzklasse fängt da an, wo bei anderen Herstellern die Flaggschiffe preislich aufhören. Und es ist nicht so, dass Apple der einzige Hersteller ist, der SoCs mit A12 Bionic. Ja, Qualcomm bringt auch ständig neue SoCs raus, der 845er. Zum Beispiel aktuellste Flaggschiff-SoC, die gibt es schon im Pocophone so für 300 Euro zu haben. Die Preispolitik finde ich vollkommen absurd. Da gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, das ist also YouTuber, Technik-YouTuber. Die sagen, ja, das ist gerechtfertigt, aber A sind das Fanboys und B baut den ihr ganzer Kanal natürlich darauf auf. Und wenn die irgendwann Apple den Rücken kehren würden, weil sie sagen, ich bin mit der Preispolitik nicht einverstanden, dann haben sie thematisch ein Problem. Und ich glaube auch, dass es der einzige Grund ist, warum die Geräte sich überhaupt noch verkaufen, weil Communities sich gebildet haben, die entweder völlig blind sind, Epileptiker, wie man so schön sagt, oder deren soziale Auftritte sich einfach mal komplett auf Apple stützen und die thematisch nicht ausweichen können. Im Großen und Ganzen also eigentlich das, was ich gedacht hatte, wobei ich schon eher damit gerechnet hatte, dass die Preise stagnieren werden. Aber ansonsten vermisst man auch bei der jüngsten Generation von Apple jegliche Innovationen. Es wurden einfach nur in Details Dinge verbessert. Apple begründet das im Sinne von, ja, ihr mögt das ja so, also haben wir das jetzt auch einfach so gelassen. Finde ich auch wahrscheinlich auch die gleiche Ausrede, warum das iPhone 6, 7 und 8 sich optisch praktisch nicht unterschieden haben. Vor allem, wir kommen zu etwas Großem. Finde ich auch irgendwie völlig widersprüchlich zu dem alten Thema, nämlich kleine Telefone sind besser. Müssen wir uns nicht missverstehen, ich will die Geräte an sich nicht runterputzen. Die Geräte sind an sich gute Geräte. Das gilt für alle drei. Ja, also gut, wenn man jetzt sagt, ich stehe auf Pixel, dann fällt natürlich das iPhone XR rein vom Datenblatt schon mal weg, wegen der zu geringen Pixeldichte. Aber ansonsten, ich würde die auch benutzen. Apple hat natürlich sein eigenes Software-Universum geschaffen, das inkompatibel ist zu allen anderen. Das wäre für mich natürlich schön rein vom Nutzen her trägt. Aber ansonsten, das ist gute Technik. Die sind gut verarbeitet. Die sind leistungsstark. Speicher, je nachdem, was man sich natürlich leisten kann. Sound. Das ist alles völlig in Ordnung. Ich will die Geräte rein technisch auch gar nicht runterputzen. Würde ich selbst als Daily beispielsweise, soweit sie sich softwaremäßig integrieren lassen, auch benutzen. Aber was mich stört, ist A, die Selbstbeweihräucherung, die einfach mal zu krass ist inzwischen. Wirklich, es geht nur noch ums Beste vom Besten vom Besten. Obwohl es technisch schon widerlegt ist.
Und zweitens eben die Preise. Das ist einfach nur noch, also die Preisentwicklung finde ich einfach nur noch absurd. Apple schöpft einfach nur noch die ganzen Fanboys ab und alle anderen sind schlichtweg als Kundschaft uninteressant. Die sollen sich ein gebrauchtes iPhone bei eBay kaufen. Ansonsten werden die aus dem Apple-Universum ausgeschlossen. Also wie gesagt, gute Technik, will ich überhaupt nicht ankreiden. Innovation null aus meiner Sicht. Im Gegenteil, was XR angeht, auch noch, 10R angeht, auch noch ein Rückschritt. Also insgesamt touchen mich die neuen Modelle überhaupt nicht. Wenn man auf die Optik steht, bekommt man woanders viel günstiger. Wenn man auf die Verarbeitung steht, bekommt man woanders viel günstiger. Wenn man die Performance benötigt und die meisten werden diese Performance und auch den neuen Schub und die Erhöhung von 50% nicht benötigen. Nicht jeder hat vor, einen Mondrover zu steuern mit seinem Smartphone. Und nicht jeder zockt die aktuellsten High-End-Games, um die Grafikleistung, was das Ding halt bietet, auszulasten. Das ist total unrealistisch. Die meisten brauchen das einfach nicht. Nicht jeder kauft sich einen Gaming-Rechner, obwohl er nur einen Office-Rechner braucht. Außer bei Apple. Da kauft sich dann jeder ein Flaggschiff, obwohl er es in der Praxis nicht benötigt. Obwohl er nur Office macht, Recherche oder Netflix und YouTube. Das ist eh völlig... Eigentlich sind die Geräte nur für eine ganz kleine Zielgruppe konzipiert worden. Viele werden auch die Kamera, die Möglichkeiten der Kamera gar nicht ausschöpfen. Warum auch? Nicht jeder ist ein Fotograf. Nicht jeder ist ein Fotograf und nicht jeder ist halt ein Gamer, braucht einen Gamer-Rechner. Gut, das soll es gewesen sein. Meine Meinung zum iPhone. Denkst du an zu einer Meinung? Obwohl natürlich trotzdem, falls sich Apple-Fanboys wirklich auf meinen Kanal verirren sollten, die trotzdem wahrscheinlich schon aus Prinzip downvoten werden. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Zieht euch, wie gesagt, zum Beispiel das Unity Keyboard Pro rein. Wenn ihr auf die Optik steht, bekommt ihr, wie gesagt, woanders auch günstiger. Bis zum nächsten Video.